Hallo Leute, mein Name ist Otzasi und willkommen zurück zu Bob's Smart Factorio Serie. Heute kümmern wir uns endlich um die Uranverarbeitung. Nun, da wir die Forschung für Covarex abgeschlossen haben, können wir hier auch den Output machen. Und zwar das wollen wir auf das Innenband legen. Warum machen wir das so? Und das kommt aufs Außenband. Denn wenn wir dann von hier unten welche bekommen, haben diese Vorrang. Dann machen wir das hier mal so runter und wir lassen hier oben einen Platz frei. Und machen das dann so. Dann ist das hier die Covarex-Anreicherung. Und so können wir hier oben und hier unten dann noch Beacons platzieren. Und das einzige Problem, das wir derzeit effektiv haben, ist, dass wir keine Stapelgreifarme haben. Das heißt, das ganze Ein- und Ausladen, das wird etwas länger dauern. Aber wir sollten hier zumindest in der Lage sein, für die erste Maschine da alles reinzulegen, sodass die mit der Anreicherung beginnen kann. Genau, da haben wir es. Für die zweite reicht es noch nicht ganz. Aber wir werden dahin kommen. Den versetzen wir dann vielleicht mal nach hier unten. Und dann können wir uns um all das andere kümmern, was wir für den Uranreaktor brauchen. Hier haben wir ein bisschen Platz, um unsere behelfsmäßige Fabrik für die ganzen Zutaten zusammenzubauen. Was wir brauchen, sind Turbinen, die Wärmetauscher und die effektiven Reaktoren. Und gewisse Zutaten können wir von außen reinlegen, wie die hier, Stahl, Beton, habe keinen Beton, der ist hier oben zu haben. Nicht allzu weit weg. Und wir legen einfach mal etwas da rein, so dass wir wissen, woher bekommen wir was. Wo ist er hin? Da ist er hin. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das heißt, wir brauchen hier
an die. Und die brauchen wir auch hierfür. Und vielleicht müssen wir den da weiter nach unten setzen. Aber damit haben wir alles, was wir hierfür brauchen. Und hier brauchen wir die was ist das? Messing. Die hier. Dann haben wir die zwei und dann brauchen wir noch den hier und der braucht Wärmeleitrohre und Heizkessel. Heizkessel 2. Heizkessel 2. Da brauchen wir Heizkessel 1. Und Stahlrohre. Stahlrohre und Stahl. Wenn wir das so machen, Stahl. Die Heizkessel, da brauchen wir Eisenrohre und die normalen Öfen. Beziehungsweise von denen habe ich ein paar in der Tasche. Die wir wahrscheinlich nicht mehr benötigen. Und Eisen hier. Und dann hier brauche ich ein paar mehr Kissen. Das ist Kupfer und Stahl. Bronzeplatten, die schmelzen wir in Metal Mixing Furnace. Das sind die hier. Das heißt, hier haben wir dann Zink und Kupfer. Und hier haben wir Aluminium und Invar. Aluminium machen wir in einem Elektrolyser, in dem ich keinen habe und keinen bauen kann. Und Invar machen wir in
Wieder so einen blauen. Das heißt, hier haben wir dann auch wieder sowas. Gut, dann brauche ich ein paar zusätzliche Materialien, die wir zwar hier auf dem Bus haben, aber nicht in der Tasche. Ah, und ich wollte so einen noch bauen. Eisen. Kupfer. Machen wir Aluminium. Carbon haben wir. Ein bisschen im Überfluss. Und Aluminium, das produzieren wir in einem chemischen Ding. Und die beiden Zutaten, Sodiumhydroxid haben wir. Und das Aluminium, das Bauxit, das können wir abbauen. Nickel, das stellen wir wieder in einem Elektrolyser her. Und natürlich bin ich wieder ausgeschossen an Material. Wo ist er hin? Da. Nickel. Gut. Das blasen wir einfach mal in die Luft. Und Sauerstoff. Sauerstoff haben wir da oben. Bei der Stahlverarbeitung. Jetzt wacken wir einfach mal was ab. Wir werden nicht viel brauchen. Gut. Das heißt, mehr Holzkisten. Da kommt Nickelerz rein. Da kommt Bauxit rein und das Sodiumhydroxid, das hole ich noch rasch. Dann kommt das hier rein und das müssen wir auch abbauen. Das sind die beiden, da haben wir alles. Zink
wo kommen wir Zink her? Zink, 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 Zink. Schwefelsäure. Und, oh Wunder, in dem Elektrolyser. Machen wir hier mal einen langen hin. Und dann müssen wir Schwefelsäure da nach hinten legen. Ist eine temporäre Geschichte. Darum denke ich, machen wir das hier unten durch. Nun brauchen wir nur noch die Turbine. Und weil die Aluminium und die Schaltkreise braucht, machen wir das hier. Und dann haben wir hier einen Greifarm, der diagonal knickt. Das hakt die zwei ab. Und dann brauchen wir wahrscheinlich den brauchen wir nicht, machen aber so eine Verbindung hin und ergänzen das in die Richtung. Dann können wir hier Dampfmaschine 3 die braucht auch die Dinger. Dann bewegen wir die von Hand. Oder was vielleicht geschickter ist, wir machen das so. Dann Dampfmaschine 3. Und Zahnräder und die Ringe. Zahnräder und die Ringe. Da brauchen wir wahrscheinlich ein paar Maschinen mehr. Aber ihr seht, wie das Ganze zusammenkommt. Und dann müssen wir uns am Ende nur noch umschauen, wo bekommen wir die Erze her, die wir hier dann einführen müssen, damit wir am Ende das produzieren, was wir benötigen. Unser Setup hier sollte nun vollständig sein. Wir bekommen Kobalt hier aus dieser komischen Verarbeitung mit Kupfer und sonst ein paar Nebenprodukten. Das sollte das hier befeuern und hier vermessen wir effektiv noch Greifarme, hier auch, und dann hier auf dieser Seite sollten wir alles haben, was wir brauchen für die Dampfmaschinen. Was uns da noch fehlt, das sind die Stahlrohre. Und Stahl selbst. Und dann hier, da brauchen wir Messingplatten und Messingröhren und die bekommen wir von hier drüben her. Und die Kobaltdinger, die legen wir auch auf ein Band und legen dann das so rum. Hier bräuchten wir dann auch noch
einen Input für die für Kobaltstahl. Und damit haben wir das Setup. Jetzt müssen wir nur noch hier Bauxit einfügen. Hier Nickel. Und Nickel. 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 Okay. Nickel und Bauxit. Und dann sollten wir alles am Start haben, um da unsere Materialien für das große Bauwerk zusammenzubringen. Okay, dann schauen wir mal. Hier hinten haben wir ein Nickelfeld, da haben wir ein Bauxitfeld und da oben haben wir ein Bauxitfeld. Das ist näher an der Stromlinie und hier, da holen wir Strom davon. Habe ich meiner. Ich habe ein paar. Ja. Dann sorgen wir uns doch erstmal um ein paar Erze. Das hier ist ein einfaches Setup, um an ein paar Erze zu kommen. Und ich werde dasselbe auch für Bauxit machen, so dass wir die beiden Zutaten haben, die uns noch fehlen. Es sieht gut aus, dass wir unser Zeugs zusammenbekommen. Wir haben noch nicht alle Dampfturbinen. Wir brauchen so an die 100. Dafür haben wir alle Kernreaktoren. Wir haben die Wärmeleiter und wir haben die, wie heißen die? Die Wärmetauscher. Und hierfür denke ich, da brauchen wir etwas mehr Aluminium und dann sind wir auch mit den Dampfturbinen so weit, dass wir in der nächsten Folge damit beginnen können, unser Atomkraftwerk aufzubauen. Aber ich gehe mal etwas Bauxit holen, damit wir das fehlende Aluminium noch hinbekommen für die Dampfturbinen. Und ich sehe euch in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss!